Von den bäuerlichen Sportumkleidekabinen zum modernen Sportzentrum. 40 Jahre Sportverein Kraig ist Grund genug zum Feiern, ganz besonders wenn man zum Jubiläum auch gleich ein neues Vereinshaus bekommen hat, worauf der Bürgermeister mehr als stolz ist. Wir sind stolz, dass wir es endlich geschafft haben, dem SV Kraig eine zeitgemäße Heimstätte zu schaffen. Man kann hier die Sportveranstaltungen machen, das ist ein Übungsplatz für die Feuerwehr und für den Eisstockverein ist das eine Heimat. Später einmal gibt es noch eine zusätzliche Bahn, wenn eine Finanzierung sichergestellt wird. Aber auch der Obmann des Kraiger Sportvereins ist sich sicher, dass mit dem neuen Vereinshaus die Jugend wieder besser sportlich gefördert werden kann. Natürlich werden wir jetzt wieder mit festen, neuen, verstärkten Kräften wieder unsere Arbeit aufnehmen. Und wir wollen uns wieder für unsere Kinder in der Gemeinde zur Verfügung stellen. Für alle Eltern, die ihre Kinder hier bei uns also zum Fußballsport abgeben. Eines durfte nicht fehlen, der göttliche Segen für das neue Vereinshaus. Und dieser kam von Propstpfarrer Magister Helmut Tuscher. 1,35 Millionen Euro kostete das neue Vereinshaus, das auch hygienisch auf dem neuesten Stand ist. Aber wie hat es eigentlich begonnen mit dem SV Kraig? Es hat immer eine sportbegeisterte Jugend gegeben und die hat immer ihr einen Platz gesucht und hat hier auf der Kühlweide von Blossebauern einen Platz gefunden vor 40 Jahren. Und dann hat man im Kleinen, bescheiden unter der Dennen-Einfahrt Kabinen gebaut, die natürlich überhaupt nicht mehr zeitgemäß sind, wo es eingeregnet hat. Nur für den Schiedsrichter, nur für männliche Schiedsrichter, für die Frauen nicht. Und das war ein jahrelanger Wunsch, bis die Gemeinde, die doch auch andere Probleme hat, für die Jugend das geschaffen hat. In erster Linie ist für mich eine Stätte für die Jugend, nicht ob sie jetzt in der Unterliga spielt oder in der zweiten Klasse, sondern es wird immer eine Jugend geben in unserem Dorf, wo die Fußball spielen will. Den Nachwuchs wird das sicher freuen. Dennoch stelle ich mir immer wieder die Frage, wie sportlich sind da eigentlich unsere Politiker, allen voran Landeshauptmann Peter Kaiser. Das kann man zählen. Ich habe so eben auch mit dem Bürgermeister Klaus Köchel vereinbart, dass er mich auf der Gemeindegrenze her begleiten wird. Ich hoffe, dass das Wetter hinhaut. Ich werde für Kaiserwetter sorgen. Dann fahren wir von Klagenfurt herauf zur Eröffnung des Kindergartens und dort werde ich hoffen, einen Teil meiner Schuld, die ich heute übernommen habe müssen, Sie wissen, Spendierhosen, werde ich dann auch Abbitte leisten und entsprechend finanziell schauen, dass wir für die Kleinsten der Kleinen unsere Zukunft entsprechend investieren. Meine sportliche Leistung wird darin bestehen, dass ich meinen Bauch wegtrainiere und wieder zum Radfahren komme. Momentan sehr viel zu tun für die Gemeinde und sehr viele Aufgaben stehen bevor. Aber ich werde mir den Herrn Landeshauptmann zum Beispiel nehmen und auch versuchen, jeden Tag eine Dreiviertelstunde Sport zu betreiben. Und wir hoffen, dass unser Landeshauptmann sein Versprechen auch einlöst. Wir sehen uns mit dem Rad. Ich hoffe, dass das Fernsehen schnell genug ist, um mich bei der Anfahrt zu begleiten. Wir haben Slow Motion. Dann werde ich fast treten. Das war sie also, die 40-Jahr-Feier des SV Kraig, auf das die Mannschaft in Zukunft auch noch viele Tore schießen möge.